Okay, bei mir der mieseste Job im Grunde genommen, ich habe ja mal Koch gelernt. Ich bin ein ausgebildeter Koch, Superkoch Tony L. Und das Schlimmste, was ich da erlebt habe, ist eigentlich minus 20 Grad ungefähr. Draußen in irgendeiner kleinen Kühlkammer habe ich von meinem Küchenchef so eine riesen Wanne mit Fisch bekommen. Also bestimmt 50 bis 80 Kilo Fisch, Lachse, Hechte, Scholle, Seeteufel und der ganze Scheiß halt. Ganz frisch angeliefert, im Eis geliefert, und ich musste das Ganze filetieren, also auseinandernehmen. Und das mit ohne Heizung, eiskalt, die Hände voller Schleim. Wenn der Fisch ganz frisch ist, dann ist er richtig glitschig, richtig angenehm. Dann muss man ihn entschuppen und dann hast du überall diese Fischschuppen und diesen Gestank und diese Kälte. Diese Kombination war das Schrecklichste, was ich je in meinem Berufsleben erlebt habe, was jetzt die Seite des Kochs angeht. Und ich bin froh, hier im trockenen, warmen zu stehen und das Mikrofon von Fat MTV in der Hand zu halten und ganz in Ruhe und im Genuss später meinen Champagner weiter zu trinken und mit Torch meine Zeit zu verbringen, um über die nächsten Attentaten, die wir vorhaben, zu sprechen. Yes.